Das ganze Sagenwesen ist lange Zeit brach gelegen. Also man hat früher sehr viel mehr Geschichten, solche Sagen erzählt, weil man kein Fernsehen hatte, kein Radio, null. Und dann hat man am Abend, was hat man gemacht? Gelesen haben sie auch nicht, dann haben sie Geschichten erzählt. Und zwar in den Häusern, wo es vielleicht jemand auch Mäuse gehabt hat und es ein bisschen geistert hat, oder sie gemeint hat, es sei geistert. Und auf den Alpen oben, wo sowieso Gefahren herrschen, in den Tälern, da hat man solche Geschichten erfunden und erzählt oder als total wahr erzählt. Also das ist absolut so gesehen, weil man das anders nicht erklären konnte. Und dann sind die Geschichten so wiedergegeben worden, immer wieder erzählt, aber sind in Vergessenheit geraten. Nur einzelne hat man aufgeschrieben und sind dann irgendwo in einem Kloster oder so noch irgendwo gesammelt worden. Und die sind eigentlich sehr stark vergessen gegangen und darum sind wenige Leute, die diese Geschichte noch können so erzählen und sie kennen. Und das ist ein richtiger Boom geworden in der letzten Zeit von Sagen und solchen Geschichten. Ich stelle das immer wieder fest, dass die Leute wieder gerne solche Geschichten hören. Auch wenn sie, wenn ich sage, die sind erfunden, das spielt überhaupt keine Rolle. Einfach eine schöne Geschichte, wo man mithören kann und es auch nicht langweilig wird, wenn man die hört. Und nachher noch eine Aussage überkommt und sagt, eigentlich stimmt das, was er sagt, was er da erzählt. Das ist doch maßgebend. Genau wie die Kinder an der Märchenfreude, wo etwas läuft, ein bisschen, ich weiss nicht was, also da ist ja viel mehr Action drinnen, als jemand würde sagen. Aber es muss einfach am Schluss am Kind entsprechend schön ausgehen. Es ist doch noch gut gekommen. Und dann kann das Kind wieder schlafen in der Nacht. Und bei den Sagen ist das nicht unbedingt der Fall. Also dann muss man nicht nur ernst schlafen können. Eher umgekehrt, dass man denen erzählt und dann die ganze Nacht nicht mehr können schlafen, die es vor allem geglaubt haben. Oder? Das ist natürlich... Aber die Sagen, Geschichten oder was es auch ist, ich weiss ja nicht, ob man sagen kann, Sagen sind auch einfach Geschichten. Und in einem Zusammenhang mit einem Ereignis oder mit einem Flurnamen oder mit etwas, was man sieht, Stein oder was es auch immer ist, und können zu erklären. Wenn ich an den Leuten will erklären, warum als die Steine in der Surne hinten gelb sind, ja, da kann ich sagen, die sind 300 Millionen Jahre alt, Röti-Dolomit, sei das Fleisch oder weiss was, sei eigentlich ein Meer dahinter, das interessiert sie doch nicht. Aber wenn ich sage, 300 Millionen, oh, so jeher ist immer der Teufel hinführen gekommen, der das Unwetter gebracht hat. Das ist vom Teufel gekommen. Ja, das weiss man, dass der Teufel Schwefel hinten nachzieht und dann werden halt Steine gelb. Aber das bleibt an den Leuten. Wenn ich sage, die sind gelb, weil der Teufel sie mit Schwefel so viele Jahre getönt hat. Und jetzt sind sie halt gelb dorthin. Und die einen sind braun, weil sie noch verbrannt hat. Das wirkt bei den Leuten, wenn sie da zuhören, viel mehr, als wenn ich einen geologischen Abriss erzähle.